Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, heute gibt's einen Witz vom Olli aus der Bergbahn. Hauptsache es fährt. bin ein bisschen angeschlagen, aber es wird gut, ich kann es euch jetzt schon versprechen. Rolf Klimsch hat angeschrieben, ich glaube, den hatte ich schon mal, wo sich die zwei Männer in der Kneipe unterhalten. Da sagt der eine zum anderen, zum Rigobert: Rigobert, was bist denn so betrübt? Da sagt er: Ach, wie sich die Zeiten ändern. Früher war meine Frau meine rechte Hand. Heute ist meine rechte Hand meine Frau. Und dann einen, den ja auch viele geschrieben haben. Beim Ärztestammtisch sitzt ein Urologe, ein Augenarzt, ein Ohrenarzt, ein Gynäkologe, ach was weiß ich, alles mögliche. Und so der eine nach dem anderen steht auf und verabschiedet sich, sagt der Augenarzt: Wir sehen uns, Jungs. Sagt der Urologe: Ich verpiss mich. Sagt der Ohrarzt: Wir hören voneinander. Verabschiedet sich der Gynäkologe und sagt: Sage eurer Frau einen Gruß, ich schau mal wieder rein. Sage eurer Frau einen Gruß, ich schau mal wieder rein. Und jetzt kommt einer aus der Kategorie Witze, die ich niemals erzählen würde. Wie nennt man die rechte Hand einer Blondine? Schwanzflosse. Nee, sowas erzählt man wirklich nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch nur das Allerbeste. Für die, die es nicht sind, werdet gesund. Für die, die sind, bleibt bitte gesund. Und verliert allesamt niemals den Humor, denn sonst wird es bei der Ernst schon am anderen Ende war der Olli. Und bei mir ist jetzt auch hier, ist jetzt auch gut. Also, und am Dienstag geht's weiter. Obacht.